Und wieder einmal heißt es hier auf Server 3 Hardcore Heroes gegen den Fight Club. Ja, und wie die Vergangenheit gezeigt hat, sind wir beiden, also der Hardcore Heroes und der Fight Club, wirklich die zwei Teams, die das Sagen haben auf Server 3. Bei denen es sich immer wieder um Platz 1 dreht. Ja, manchmal gewinnen wir, manchmal gewinnen Fight Club. Es kommt immer auf die derzeitige Situation an. Hier dürfte Fight Club klar das längere, die größeren Chancen haben, denn sie greifen uns an. Sie haben nur 3 Trophäen. Wir haben ganze 5 Trophäen und deswegen gehe ich davon aus, dass wir diesen Kampf hier ganz locker flockig verlieren werden. Yippie-hi-yay, Schweinebacke! Ja, ist natürlich nicht so lustig, wie ich das gerade darstelle, aber naja, was soll man machen? Es ist eine Verteidigung, sie greifen uns mit nur 3 Trophäen an, also bitte Leute, da gibt es nichts herum zu diskutieren, es ist einfach so, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen können, selbst wenn wir wollten. Man sieht ja auch hier schon 10 weitere gegen 20 weitere. Das ist einfach wie David gegen Goliath. Keine Chance. Null, niente, nada. Und da brauche ich auch nicht viel zu kommentieren, denn was soll man erwarten? Kiel ist, ich sag so, wir würden es auch machen, wenn wir jetzt nur 3 Trophäen hätten. Fight Club sehen wir. Sie haben 5 Trophäen. Na, dann gewinnen wir ja locker. Okay, dann warum greifen wir sie da nicht an? Wäre ja schön Blut, weil das ist ja schön leicht verdiente Ehre. Und gerade wenn es bei den 2 Teams um Platz 1 geht, da ist es nur fair, wenn wir Fight Club auch die Chance lassen, uns hier anzugreifen. Man sieht auch, bei uns haben sich einige nicht angemeldet, aber die machen den Brei dann auch nicht mehr fett. Selbst wenn sich die komplette Hardcore-Heroes-Armee zusammengestellt hätte, alle hätten sich angemeldet, alle hätten Wurfwaffen drin gehabt, alle hätten sich bestens geskillt. Es hätte trotzdem nicht funktioniert, weil 20% Malus bei 2 Top-Teams, die wirklich auf Messerschneide stehen und wirklich auf Messerschneide kämpfen, weil sie so gut sind, da sind 20% eine Menge. Das sind schon 10% reichen für einen Sieg für das jeweils gegnerische Team. Und ja, da brauchen wir auch nicht herum zu diskutieren. Auch wenn jetzt hier die letzten von uns noch ein bisschen Schadensbegrenzung versuchen zu machen. 4 wird es nicht mehr helfen, wie man auch sieht. Also 10 weitere stehen noch auf Fight Clubs Konto. Natürlich macht Delphi jetzt noch jemanden tot. League wird Dual wahrscheinlich noch besiegen. Und das war's dann aber auch. So, also haben wir verloren. 830 Ehre haben wir verloren. Und eine Trainingstrophäe. Schade für die Trainingstrophäe. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Kampf.